Das ist zum Beispiel auch etwas, was die Politik ändern kann und was die ARD, ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben einen Bildungsauftrag und den sollen sie bitte schön erfüllen. Und nicht nur mit Krimis. Kultur kann bewegen. Kultur kann Diskurse anregen. Kultur kann zum Widerspruch aufrufen. Kultur kann verändern. Kultur kann Gesellschaft verändern. Kultur kann Politik machen. Zumindest ist das die These unseres Kulturforums unter dem Oberthema Kultur macht Politik. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt. Man kennt das nicht, wie sehr Politik und Kultur zusammenhängen und insbesondere liberale Politik und Kultur. Denn es gibt etwas Gemeinsames, was nur die beiden miteinander teilen, glaube ich, dieses Hochhalten der Freiheit. Ich glaube, Kunst macht immer irgendwie Politik. Zumindest, wenn sie versucht oder den Ansatz hat, etwas zu erzählen, was gesellschaftliche Relevanz hat, dann wird es natürlich auch bewegen. Jetzt stehen wir halt vor der Aufgabe, Wege zu finden, die Leute mitzunehmen und ihnen trotzdem ein Angebot zu machen, zu unterhalten. Ich glaube, Kunst muss auch in erster Linie erstmal ein Angebot sein, Spaß zu haben. Bei meinen Kindern ist es so, sie lernen zuerst ihre Rechte und was sie für Rechte haben, aber Rechtschreibung ist Ich glaube, wir müssen politische Geschichten erzählen, die deine Kinder sehen wollen. Weißt du, ich glaube, das ist, also man muss sie dazu einladen, erstmal einen Abend zu haben, der auf den ersten Blick Unterhaltung verspricht. Kultur hat aber noch eine weitere wichtige Dimension und das sollten wir uns gerade heute nach den wirklich furchtbaren Anschlägen von Brüssel klar machen. Kultur verbindet, verbindet Menschen, verbindet Völker und wir sollten das uns gerade in Europa hier nochmal vor Augen rufen. Wir haben ein sehr starkes gemeinsames kulturelles Erbe und es gibt mehr, was uns verbindet, als uns trennt. Das ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren dauerhaft über die Krise sprechen, insbesondere wenn wir über Europa sprechen. Die Aufgabe der liberalen Politik ist und der liberalen Lebenshaltung, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe zugleich, ist eben nicht auf die Ängste zu setzen, nicht die Ängste zu schüren, denn die geben vereinfachte Antworten und vor allem, die machen handlungsunfähig. Von der Küste bis zum Alpenrand, wenn wir Veranstaltungen durchführen, schauen Sie einfach auf freiheit.org. Sie sind herzlich eingeladen.